Was machen Sachen? Es wird mal Zeit, dass wir das alte Real Studio Mega Guide mal updaten, weil das war noch für die Beta und wir haben ja jetzt schon eine ganze Weile lang eine fertige Version. Und ich dachte mir, ich nutze die Gelegenheit jetzt einfach mal und mache eine geupdatete Version oder eine neue Version für ein Mega Guide für Real Studio, dass ich euch alles zeige, was das Programm kann, dass ihr auch ohne jegliche 3D-Erfahrung eure eigenen VTuber machen könnt. Und ja. Das ist jetzt die aktuelle Version, die zu diesem Zeitpunkt aktuellste Version. Das ist die Version 1.2.3.2, wie man hier oben auch in der Ecke steht. Und ich denke, wir fangen an. Mein Bildschirm sieht ein bisschen anders aus wie den ihr wahrscheinlich haben werdet. Ihr werdet den White, also werdet Weiß haben, ihr werdet wahrscheinlich den Light-Modus haben. Die drei Herrschaften sind immer da. Und hier sind dann alle Charaktere, die ihr schon erstellt habt im Programm. Solltet ihr von einer alten Version den Charakter noch haben, der hier nicht mit reingeladen wurde, ihr könnt auch hier über Öffnen die VM-Dateien reinziehen. Also müsst ihr als Vivoid-Datei rausspeichern, dann könnt ihr die dann hiermit auch öffnen. Ihr könnt hier bei den drei Punkten erstmal ein paar Einstellungen machen oder in den Settings, welche Sprache ihr haben möchtet. Es gibt halt nur Japanisch und Englisch, den hellen Modus, den dunklen Modus und so weiter. Ich persönlich würde sagen, wenn ihr keinen mega guten PC habt, keine mega gute Grafik habt, bleibt fürs Editieren erstmal auf normal, das reicht komplett aus. Und das ganze Scaling, das passt eigentlich auch so defaultmäßig. Nur hier müsst ihr gucken, da hatte ich am Anfang ein Problem. Ich hatte noch High eingestellt von vorigem Update, da hat das ausgereicht. Geht erstmal auf normal, wenn ihr keinen mega buff PC habt. Reicht komplett aus. Das heißt jetzt nicht, dass eure Sachen komplett kacke aussehen oder so. Es ist halt einfach für euch ein bisschen optimierter, leichter zu arbeiten. Ist ja auch doof, wenn es die ganze Zeit hängt. So, dann würde ich sagen, wollen wir mal starten? Wir gehen mal auf einen neuen Charakter. Aber hier, neuer Charakter, plopp. Und nehmen wir mal einen Jungen, komm, wir haben immer Mädels gemacht, nehmen wir mal einen Jungen, warum auch nicht. So, das ist jetzt unser Arbeitsbildschirm. Die Leute, die die Beta-Version kennen, sehen direkt, es hat sich ein bisschen was im User-Interface geändert. Wir haben hier oben immer noch die grobe Einteilung, aber hier haben wir jetzt einfach schönere Symbole, dass man einfach wissen, wo was einfach nur mal einzeln gearbeitet werden kann. Das ist schöner eingeteilt, finde ich persönlich. Und halt hier haben wir unsere Schieber, da gehen wir gleich alle durch. Wir wollen unseren Kerl hier unten mal ein bisschen bewegen. Wenn wir aufs Mausrad klicken, können wir den einfach ein bisschen hin und her schieben. Wenn wir die rechte Maustaste drücken, können wir den rotieren. Und mit dem Mausrad können wir rein und rauszoomen, einfach halt scrollen. So. Ich persönlich gehe immer hin, gehe auf Look und mache mir das Rimlight aus. Das ist diese, ja, hier diese Lichtkante. Ich mag die persönlich gar nicht. Ich finde die immer ein bisschen irritierend, gerade beim Texturieren, Modellieren und so weiter. Da stört die mich. Ich mache die persönlich aus. Ihr könnt die anlassen, wie ihr möchtet. Jeder arbeitet da ein bisschen anders. Ich persönlich starte immer mit dem Body, also mit dem Körper. Und dann kriegen wir auch direkt eine Größenanzeige. Wir haben hier verschiedene Presets. Das haben wir bei fast allem. Da könnt ihr euch eine Basis quasi raussuchen, mit der ihr arbeiten möchtet. Ist jetzt bei den Männern ein bisschen unspektakulär. Die haben da nicht so viele Möglichkeiten. Es wird sich mehr fokussiert auf die weiblichen Charaktere, da die mehr genutzt werden. Aber wir sind ein bisschen mehr für Gleichberechtigung, deswegen haben wir hier einen Dude. Bei manchen Sachen müsst ihr aufpassen. Es gibt hier verschiedene Sachen, die sind Gruppierungen, wo halt mehrere Werte gleichzeitig genutzt werden. Und da gibt es halt die normale. Das ist halt die Body Size in dem Beispiel. Da würde einfach normal einfach, ja, skaliert. Dann haben wir die maskuline Höhe, also die männliche Höhe. Da gehen die Schultern ein bisschen mehr auseinander. Und dann hätten wir zum Beispiel die feminine Höhe, die weibliche Höhe und dann geht der Torso deutlich mit. Also bei manchen Gruppierungen müsst ihr ein bisschen gucken, dass ihr euch da nicht durcheinander bringt, welche ihr jetzt genutzt habt. Wir machen ihn ja, ein bisschen, ah, vielleicht ein bisschen groß, komm, 1,87, das reicht. Wie gesagt, hier habt ihr die ganzen Schieber, steht überall dran, was es ist. Es ist halt alles in Englisch. Zur Not einfach mal ein bisschen ausprobieren. Und dann könnt ihr euch euren Kerlchen oder eure Dame so anpassen, wie ihr das möchtet. Vielleicht ein bisschen längeren Hals oder keine Ahnung. Ich möchte ihr eben einen Adamsapfel geben, wenn ich sprechen könnte. Alles machen, vielleicht nicht so viel. Da kann man halt alles dann einstellen, wie es einem gefällt. Das ist jetzt alles für nur den Körper. Jetzt gehen wir. Wir haben jetzt unseren Körper so eingestellt, wie wir das möchten, wie es uns gefällt. Jetzt gehen wir direkt mal an den Kopf. Scrollen wir ein bisschen näher ran, dass wir den Guten besser sehen können. Dann gehen wir unter Gesicht. Hier haben wir auch direkte Vorlagen für komplette Gesichter. Da können wir uns was raussuchen, womit wir anfangen möchten zu arbeiten. Können wir einfach mal durchklicken, was uns so gefällt. Wie man sieht, es ist viel wirklich eher aufs Weibliche, für weibliche Modelle ausgelegt. Dann kommen wir neben ihn hier.
Auch hier können wir verschiedene Sachen nochmal einstellen. Wir können auch Einzelteile nochmal direkt anzielen und bearbeiten, aber ich persönlich mache mir jetzt erstmal von grob nach fein. Ich mache mir jetzt so eine grobe Vorlage, wie mir das so gefällt, wie ich das so im Ganzen bearbeiten möchte. Ich möchte die Augen ein bisschen nach oben haben, nicht so weit unten. Ein bisschen größere. Ein bisschen droopy. Die Iris ein bisschen kleiner. Und da könnt ihr halt erstmal alles so grob einstellen, wie ihr das möchtet. Das ist dann vollkommen euch überlassen. Könnt ihr alles anpassen. Und dann könnt ihr, wenn ihr sagt, okay, mit dem Groben bin ich so zufrieden. Und dann kann ich sagen, ich möchte aber vielleicht, hier gehen wir direkt mal bei die Augen. Wir haben hier verschiedene Augen. Haben wir dann einfach, hier geht es jetzt generell ums Auge, wie das Auge aussieht. Das gefällt mir eigentlich so nicht. Ich gehe direkt in die Iris. Das ist die Pupille. Da können wir sagen, okay, ich mag die Farbe nicht. Also hier ist primär eine Farbe. Bei manchen Sachen geht es halt um Form. Hier wären jetzt viele Formsachen dabei. Hier geht es jetzt allein um die Farbe, um die Textur und sagen, okay, ich nehme das hier, das gefällt mir ganz gut. Man kann aber auch sagen, ich möchte selber was zeichnen, ich möchte dem selber die Augen anmalen. Da kann man auf Edit Texture gehen. Das könnt ihr bei allem machen. Und dann könnt ihr das in dem Programm selber malen. Oder ihr sagt, ich möchte das aber bitte in Photoshop oder in einem anderen Zeichenprogramm machen. Könnt ihr die Sachen auch raus exportieren. Dann könnt ihr hier hingehen, einfach draufklicken, dann drückt ihr Export. Und dann könnt ihr euch das Bild, ich pack das mal in die Downloads, einfach exportieren und dann mit einem anderen Programm öffnen, ausmalen, wenn ihr dann fertig seid. Am besten einen neuen Layer hinzufügen, Import, und dann könnt ihr das hinzufügen. Ich hatte hier irgendwo noch Augen zu viel. Irgendwo hatte ich noch Augen. Ich hatte irgendwo noch Augen gesehen. Da. Ich glaube, Luna hat die Augen gemacht. Ich verlinke sie unten in der Beschreibung. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das waren Lunas Augen, die hat die mal gemacht. Importieren, zack. Falls es sich überschneidet, kann man das ja noch ausblenden. Man sieht das hier so ein bisschen. Dann hat man halt nur die selbstgemachte Textur. So. Man kann aber auch hingehen und sagen, nee, an und für sich gefällt mir die Texturierung. Ich möchte die Farbe ändern. Das können wir auch hier. Können wir dann sagen, okay, braun finde ich jetzt nie so schick. Ich gebe ihm, keine Ahnung, grüne Augen. Müssen noch anhaken, ja. Immer wichtig, ihr müsst den Haken setzen, wenn ihr die Farben ändern möchtet. Sagen, ich nehme die Pipette und möchte genau die gleiche. Kann auch sagen, okay, ich möchte ein grünes und ein pinkes Auge haben. Warum auch nicht? Ist eure Freiheit, ihr dürft das machen, wie ihr das möchtet. Wenn euch das gefällt, könnt ihr euch entweder sagen, okay, ich möchte direkt zu anderen Texturen weiterspringen. Die haben aber alle noch nicht eingestellt. Oder einfach rausgehen, sagen, ich möchte das als neues Item speichern. Dann habt ihr die auch für alle anderen Charaktere gemacht. Oder sagen, ich möchte das einfach überschreiben. Ich speichere das einfach mal als neues Item. Mache ich persönlich immer ganz gerne, dass ich einfach weiß. Ja, ein paar andere habe ich mir schon hier rausgespeichert. Und das kommt dann halt als Custom Set dazu. Das eine oder andere habe ich bei mir schon reingeladen, ein bisschen was gemacht. Hier gibt es ja diese weißen Highlights, die kann man einstellen. Wie gesagt, ihr kann alles einstellen. Das Augenweiß, welche, wenn man ein bisschen dunkler, ein bisschen heller, ganz hell. Augenbraue, was möchte man dann so haben? Was haben wir denn hier alles Feines? Man kriegt ein paar Punkte. Und wie gesagt, da kann man dann nach und nach alles durchgehen. Ihr könnt auch hier die ganzen Einzelteile nochmal einzeln einstellen. Gebt mir die Eyeliner, gebt mir die hier. Dann könnt ihr das auch nochmal separat einstellen, wenn euch das nicht mehr gefällt. Und so kann man dann Schritt für Schritt einfach alles durchgehen, was man denn so haben möchte. So, bei Skin kann man zum Beispiel jetzt eine schöne Übersicht über die Hautfarbe ändern. Die ist hier in drei Teile aufgeteilt für die hellen Stellen, die dunklen Stellen und halt die Highlights. Ich muss sagen, ich möchte, dass der Kollege vielleicht, keine Ahnung, also orange mit dem Teufel. Wir machen ihn mal rot. Warum auch nicht? Knallrot. Ich möchte, dass er vielleicht ein bisschen mehr geturnt ist, also ein bisschen dunkler ist. Aber für die dunklen Stellen, das wären jetzt hier zum Beispiel bei den Ohren, hier diese Augenhüppel, ich weiß nicht, wie sich das nennt. So, das machen die Highlights vielleicht nicht ganz so krass, dass er einfach mal ein bisschen sonnengebräunter ist. So, wunderschön. Und das Schöne ist, wenn ihr das bei Skin einstellt, nimmt er halt auch Kopf und Körper mit. Wenn ihr den separat zum Beispiel bei manchen anderen Sachen einstellt, kann es sein, dass er nur den Kopf einfärbt und dann müsst ihr
die Farbe rausspeichern, gucken, was es ist und auf den Körper packen. Deswegen macht das über Skin, dann habt ihr alles einheitlich in einer Farbe. Dann sieht das nicht so seltsam aus. Wir können hier noch ein paar Extras geben, wollen wir Augenringe geben, wir sind ein bisschen müde, eine Narbe, ein Küsschen. Man kann auch sagen, ich möchte mehrere Sachen haben, zum Beispiel, ich möchte hier diese Streifen haben und was nehmen wir noch? Vielleicht die Narbe. Dann gehen wir hin. Wir gehen auf Edit Texture. Gehen uns die Narbe klauen. Machen wir einen Export. Tippen wir irgendwas ein, ist ja wurscht. Gehen zurück. Diesmal ohne Speichern. Und sagen, okay, wir hatten irgendwo, wo hatten die Katzendinger hier? Ich möchte da die Narbe dazu packen. Dann gehe ich auf Edit Texture. Hab die dazu, mache mir einen neuen Layer. Und da packe ich dann die Narbe mit hin. Import. Da, zack. Dann habe ich beides. Dann sagen, okay, vielleicht ist mir das zu krass. Ich möchte das vielleicht ein bisschen durchsehen, dass man ein bisschen durchsieht, dass da auch ja, diese Streifen drunter sind. Dann mache ich die Opacity einmal ein bisschen runter. Bis mir das halt gefällt, was ich hier habe. Und wie gesagt, ihr könnt die auch halt einfach raus exportieren und halt importieren. Ihr müsst überlegen, ihr müsst hier aber eine Transparenz, also ihr müsst hier eine PNG rausrendern, weil das quasi oben drüber gelegt wird. Über die normale Gesichtstextur wird das halt quasi als Stempel nochmal drüber gelegt. Deswegen transparent raus importieren, deswegen sieht man dieses Karo-Muster. Und dann ja. Save als neues Item. Und so könnt ihr dann halt nach und nach alles anpassen, wie ihr das möchtet. Wie es euch gefällt. Es gibt halt so viele Einstellungen, ich kann euch nicht jeden einzelnen Hebel zeigen. Probiert einfach ein bisschen selber zur Not aus, wie es euch gefällt. Wir haben hier die Expressions, das sind die Blend Shapes. Einfach, wie er aussieht, wenn er halt verschiedene Emotionen von sich gibt. Die ihr dann halt in VC Face etc. einstellen könnt. Da könnt ihr auch ein bisschen arbeiten. Da müsst ihr gerade bei den Augen gucken. Hier geht's. Ich habe tatsächlich Glück gehabt. Oft ist es so, dass bei Klaus. Wenn man die Augen schließt, kann es sein, dass das halt einfach das Augenlid abhaut oder so. Da müsste man ein bisschen nachhelfen. Da müsste man das halt suchen. Das wäre jetzt das Auge. Das ist wahrscheinlich ein normales Auge, ja. Dass man dann halt sagt, okay, ich gehe ein bisschen höher. Guck, tatsächlich ist es bei mir passiert, ich habe es nicht richtig gesehen. Dass man sagt, ein bisschen höher, damit man das auch sieht. Und da kann man halt auch alles Mögliche machen und sagen, vielleicht soll er nicht so laut. Also so. Mund so weit aufmachen, jetzt muss man so finden, wo es ist. Da. Also vielleicht ein bisschen kleineren Mund haben. Das kann man alles einstellen, auch einfach A, I, U, E, O. Das sind so die Standarddinger, die über das Webcam-Tracking einfach gefunden werden, dass man sprechen kann. Und da könnt ihr dann halt alles anpassen. Man kann leider noch keine neuen hinzufügen, also man kann sich keine extra machen, vielleicht kommt das irgendwann dazu. Wäre schön, wenn man halt jetzt neue Blendshapes hinzufügen möchte, muss man das halt dann in Unity oder in Blender machen. Vielleicht gibt es irgendwann mal ein Update, dass man das hier auch einfach hinzufügen kann. Das wäre schön. So, jetzt hat unser Junge noch verdächtig wenig Haare auf dem Kopf. Wollen wir ihm ein paar Haare geben? Und wir lassen ihn auch einfach so lächeln, ist so ganz nett. Und dann können wir uns auch hier wieder ein gesamtes Hairset raussuchen, einfach was uns so gefällt. Vielleicht wollen wir, dass er kurze, wuschelige Haare hat. Keine Ahnung, so. Ist das ein Dutt oder ist das? Ne, das sind Ponytails. Okay, vielleicht. Ich hätte gern so ein Dutt oder sowas. Nee, nicht. Ich eins hinten. Kann man das? Gibt's das? Gibt's das nicht? Oh, schade, gibt's nicht. So diesen einen Dutt hinten, das hätte ich ganz gern. Okay, dann kriegt er die wuscheligen Haare. Wir arbeiten jetzt mit den wuscheligen Haaren. Hier können wir uns erstmal nur das Preset aussuchen. Weiter drunter kann man die einzelnen Parts dann halt besser bearbeiten. Hier haben wir das Pony, die Front. Ich lasse ihn auch einfach mal. Wir können auch sagen, okay, wir können die Haare ändern. Vielleicht kriegt er ein bisschen dunklere Haare. Guck mal, meine dunklere Haare. Das Highlight ein bisschen weniger orange. So, wir wollen jetzt. Die Haarfarbe haben wir geändert. Wir wollen jetzt die Haare vielleicht an sich ändern. Wir suchen uns auch wieder hier aus den ganzen Presets was raus, was uns gefällt. Keine Ahnung, wir nehmen das hier zum Beispiel. Hier müsst ihr ein bisschen aufpassen, weil viele Sachen werden sich überschreiben, wenn ihr zum Beispiel den Overhaul was nehmt. Kann es sein, dass es bei dem Back dann einfach weg ist? Da müssen wir schon ein bisschen aufpassen. Ja, nehme hier den Wuschelkopf. Ist jetzt auch vollkommen egal. Wir können sagen, okay, an für sich gefällt mir die Frisur schon ganz gut. Ich möchte halt hier und da ein bisschen was verändern. Gehen auf Edit Hairstyle. Und dann kann man dann halt sagen, okay, ich möchte was hinzufügen, was weglassen. Wir müssen es nur finden.
Zum Beispiel diese Strähnen an der Seite, die möchte ich nicht so lang haben. Jetzt muss ich nur die Strähnen an der Seite finden, indem ich einfach durchklicke. Es wird ja zum Glück alles gehighlightet. Wenn ich sie irgendwann mal gefunden habe. Wahrscheinlich die letzte. Da. Oh, das ist so eine, okay. Da, ich möchte das nicht ganz so lang haben. Zieh das einfach alles ein bisschen mit hoch. Und so kann man das dann halt immer ein bisschen anpassen, wie man das dann möchte. Es ist halt eine kleine Friemelarbeit. Das ist aber immer noch deutlich leichter, wie wenn man das halt von Freihand selber machen müsste. Natürlich könnt ihr dann auch alles anpassen, wie ihr das möchtet. Ihr könnt auch sagen, ich möchte hier die Position ändern. Ich möchte, dass das eine breitere Strähne ist. Entschuldigung, das Z natürlich könnt ihr das einfach wieder zurückpacken. Könnt auch sagen, okay. Es ist jetzt gar nichts dabei, was mir gefällt. Ihr könnt ja auch natürlich komplett von null auf selber machen. Save as new item. Ihr könnt die natürlich auch von null auf selber machen. Wir klauen ja aber die ganzen Haare. Wir geben ihm nur so ein Ding. Das oder das. Ist ja auch egal. Und kann sagen, ich zeichne das alles selber. Custom. Create new. Edit Hairstyle. Und dann bekommt ihr halt die Möglichkeit, dass ihr das halt Freehand Group mäßig selber macht. Dass man sagen, okay, ich möchte jetzt halt meine Frisur selber zeichnen, indem ich halt hier diese einzelnen Strähnchen hinzufüge. Ist halt mehr was für Leute, die schon ein bisschen Ahnung in dem Programm haben. Das ist für den Anfang nicht so einfach, da jetzt reinzukommen mit den Haaren. Wir haben auch hier ein Mirror, dann kann man halt links und rechts gleichzeitig machen. Und darunter das Gitter verschieben. Es ist, ja, wie gesagt, wer möchte, kann auch die Frisur halt komplett selber machen oder halt was auch immer das hier jetzt sein soll. Kann man dann auch sagen, okay, ich brauche einen neuen Layer oder ich möchte vielleicht einfach anfangen mit einer prozentualen Gruppe. Kann ich das bitte ausblenden? Danke. Warte mal, das wollte ich ausblenden, die wollte ich behalten. So. Und habe dann halt hier ganz andere Möglichkeiten. Was einzustellen. Man muss halt hier auch verschiedene Layer übereinander packen. Ich habe das ja gesehen bei den vorgefertigten Sachen, dass da halt sehr, sehr viele Gruppen ineinander, übereinander gepackt sind. Und damit kann man sehr, sehr viel machen. Das ist halt dann auch eine reine Übung und Geduldssache, dass man das schön macht. Ist das jetzt halt hier mehr so zum Vorführen, wie das geht, wie man das machen könnte. Und dann müsst ihr ein bisschen ausprobieren. Gesagt, ihr könnt ja, am Anfang ist es halt wirklich leichter, wenn ihr euch die vorgefertigten Sachen nimmt und die dann weiter bearbeitet. Wenn ihr da ein bisschen mehr Erfahrung in dem Programm habt, könnt ihr dann auch anfangen und sagen, okay, ich mache mir diese ganzen Sachen halt selber, alleine. Wichtig ist, wenn ihr die Sachen, gerade wenn ihr Sachen selber hinzuzeichnet, haben die keine Bounds, dann müssen die noch hinzugefügt werden. Da geht ihr auf Edit Hair Bounds. Das ist hier schon alles eingestellt in den Presets, aber wenn ihr jetzt neue Sachen hinzufügt, sind die nicht bunt, die haben dann die normale Farbe. Die müsst ihr dann anklicken. Wir nehmen das jetzt einfach mal als Beispiel. Wir klicken das hier an. So eine Freehand Group. Wir machen jetzt einfach mal alles. Kann ich? Ah, nee, ich kann die Gruppe nicht einstellen. Achso, hier. Ich lösche die einfach mal und mache eine neue. Machen wir das so.
So sieht es aus, wenn kein Bone angelegt ist, wenn das fehlt. Dann könnt ihr hingehen, ich das anklicken. Nein, 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 ich möchte. Hey, ich möchte das nicht. Okay, gehen wir es so hin. Wieso lässt du das jetzt nicht in Ruhe? Wir klicken die hier drüber an. Das ist alles das, was man in einem Bone setzen möchte. Das bewegt sich alles zusammen. Dann createn wir Bone Group. Und das ist jetzt hier, das ist das Neue. Und es ist jetzt halt auch wieder hier eine reine Übungssache, dass diese Bones werden angezeigt, wie stark biegt es sich und von wo fängt es sich an zu biegen. Meiner Erfahrung nach ist es nicht gut, wenn es halt direkt am Schädel anfängt. Und bei so kurzen Sachen nehme ich halt zwei oder drei. Und dann gehe ich ein bisschen weiter runter. Weil sonst fängt er es schon hier an, sich zu biegen. Und das sieht immer ein bisschen komisch aus, wenn es direkt von der Haarwurzel ist. Es macht eigentlich, natürlich wäre es sinnvoll, weil es von uns ja auch so ist, die Haare bewegen sich ab der Haarwurzel. Aber für Modelle sieht das immer ein bisschen komisch aus, wenn die sich so stark bewegen. Deswegen, ich nutze das ganz gerne. Stiffness kann man bei 4 erstmal lassen fürs Pony. Das ist dann halt auch eine reine Übungssache. Wie stellt ihr das Ding ein? Ihr könnt das auch mal ein bisschen kontrollieren. Wir gehen auch wieder Save as New Item. Oder Override ist ja auch egal. Dann können wir testen, ob sich das vernünftig bewegt, so wie wir das möchten. Wir gehen auf die Fotokamera. Und dann soll er sich bewegen. Wir gehen auf Poses Animation. Ich persönlich nutze eigentlich ganz gerne das Laufen und das Rennen. Gerade mit längeren Haaren sieht man das gerade gut beim Laufen und Rennen, wo es sich bewegt. Man sieht hier, das bewegt sich deutlich mehr. Die Presets waren anders eingestellt. Man kann ihn einfach ein bisschen turnen lassen. Ja, das ist nochmal bei den meisten Sachen schwebt da aus dem Bild raus. Wir sehen, die eine Strähne, die wir hier gemacht haben, die bewegt sich deutlich mehr, dass wir da die Stiffness ein bisschen höher setzen, dass das alles einheitlich ist. Das ist dann auch ein bisschen persönliche Präferenz, wie ihr das mögt. Ob ihr es mögt, dass halt Sachen sich sehr stark oder weniger stark bewegen. Klicken wir uns unseren Bone an. Da haben wir die Stiffness. Und wir können einfach mal gucken, was sagt die Stiffness hier. Die hat 8,5. Dann packen wir da auch eine 8,5 hin. Dann ist es einheitlich. Wichtig ist halt, dass Sachen einheitlich sind. Ob sie sich jetzt stark oder weniger stark bewegen, ist halt dann ganz euch überlassen. Dann sind wir kurz über die Haare drüber gegangen und da haben wir auch nicht mehr viel. Dann gehen wir jetzt zu den Klamotten. Ja, wie ihr seht, bei den Klamotten gibt es auch jede Menge schon vorgefertigter Sachen direkt aus dem Programm an sich, die schon jemand bereitgestellt hatte. Gerade bei den Klamotten ist die Textur wirklich das, was es ausmacht. Also wenn ihr selber nicht viel zeichnet oder nicht gut zeichnen könnt, ist das halt wirklich euch eine Rettung, dass ihr euch hier was raussucht. Ihr könnt auch natürlich hier Sachen zusammenstellen und verändern. Sagt, okay, ich habe mir den netten Eiscreme-Hoodie, der gefällt mir ganz gut. Ich will den halt noch ein bisschen anpassen, dass die Ärmel sollen weiter sein und so weiter. Man kann auch hier ein bisschen die Form der Textilie anpassen. Ja, das gefällt. Ich sag, vielleicht möchte ich eine andere Hose dabei haben, weil die Hose ist ja ganz okay, aber ich möchte vielleicht doch eine andere Hose. Vielleicht, nee, das ist ein Rock. Ich hätte schon gerne die Hose drunter. Ich hätte gerne die Hose drunter. Die wollte ich haben. Ich kann ja einen Rock anziehen, warum nicht? Wer soll mich aufhalten? Aber ich hätte gerne die Hose drunter. So. Sag, vielleicht gefällt mir die ja besser. Dann kannst du sich selbst was zusammenstellen. Aber es gibt natürlich auch Kleider. Es gibt ein paar Accessoires, dass man halt Krawatten hat, Schleifchen hat. Seit neuestem gibt es auch Handschuhe. Komm, wir geben ihm blaue Handschuhe. Das passt doch irgendwie. In der Top sieht man in dem Fall jetzt nicht. Ohne Höschen sieht man auch nicht. Wollen wir ihm Socken geben? Komm, er kriegt Socken. Oh, hier so mit Eiscremesocken. Aber gut, die sieht man durch die Hose nicht. Egal, jetzt hat er Socken. Die sind vorhanden. Ich weiß, dass sie vorhanden sind. Das reicht mir. Und vielleicht möchte ich ihm andere Schuhe geben. Wobei ich eigentlich die blauen Schuhe ganz, ganz gut finde. Vielleicht die da? Ah, nee, ich glaube, ich nehme die. Nehme hier die blauen. Was mich stört, hier dieses Weiße unter dem Hoodie, dieses T-Shirt, was rausguckt. Da auch hier können wir wieder Texturen ändern. Das müsste direkt beim Hoodie mit dabei sein. Ja, der Textures. Muss ich gucken, wo es ist. Ja. Ist das das hier?
färbe es ein. Das ist das hier. Dann mal ja mit Delete. Zack, weg ist es. Das mag ich nicht. Das, ah, wohl, das mag ich auch nicht. Und dann sage ich auch Texture. Delete. So, dann habe ich nur den Hoodie ohne diese Böpsel an der Seite. Ich habe jetzt erstmal das rausgelegt, was mir nicht gefällt. Die Klamotten haben noch einen anderen Faktor, den wir gerade gesehen haben. Man hat quasi mehrere Meshes ineinander stecken, also mehrere Klamotten ineinander stecken. Das funktioniert bis jetzt nur bei Klamotten. Das ist die Art und Weise, wie sie hier diese T-Shirt-Falten gemacht haben für den Hoodie. Das kann man machen, indem man halt hingeht. Man hat zum Beispiel eine offene Jacke und möchte ein T-Shirt drunter. Das ging die ganze Zeit nicht. Da müsste man halt das T-Shirt auf die Haut malen. Will man nicht unbedingt. Da kann man halt jetzt sagen, hier will man mein Hoodie. Sagt man Add Template, dann kriegt man die Standard-Dinge, also diese Sachen, wo die Texturen drauf sind. Ah, jetzt hat man sogar einen offenen, wenn man hier zum Beispiel einen offenen Code hat, dass man ein T-Shirt drunter hat. Und man sucht sich das Passende aus. Wir brauchen was Langes, weil der Hoodie ist doch schon recht lang. Und wir nehmen jetzt einfach mal da hier den Longskirt, den haben sie, glaube ich, auch genommen. Dann sieht man den hier unten durch. Und dann kann man dann Details dran malen. Man muss den ja nicht komplett nutzen. Wenn man zum Beispiel hingeht und sagt, okay, ich nehme den Radierer und radiere alles weg, was ich nicht sehe. Das hier muss alles weg. Das ist nicht vorhanden. Zack, 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 zack. Gut, wunderschön. Und dann kann man halt verschiedene Accessoires dazu zeichnen. Echt keine Ahnung. Muss nur gucken, wo was ist. Das ist hinten. Keine Ahnung, ich möchte jetzt einfach hier. Hallo? Kann ich da vielleicht wegradieren? So eine T-Shirt-Falte oder sowas, wie wir es eben hatten. Wenn man sich da ein bisschen mehr Mühe gibt, sieht das auch schöner aus. Ich mache das ja hier nur zum Vorführzwecke. Und die kann man dann halt auch anmalen, wie man das möchte. Oder halt auch wieder, wie wir es vorher schon hatten, einfach aus dem anderen Preset raus exportieren. Dann halt für sich nutzen. Ich mache das jetzt einfach mal so. Da haben wir wieder so eine T-Shirt-Falte. Wenn wir dann im Nachhinein merken, okay, es passt nicht so ganz, ich möchte das Äußere nochmal verändern, also meine Werte, meine Schieber verändern, gehe ich hier nochmal auf diese Dinger hier. Das komische Zeichen da. Und dann kann ich die nochmal neu bearbeiten. Zum Beispiel, keine Ahnung, ich möchte das ein bisschen. Hallo? Bisschen länger haben oder ein bisschen kürzer haben. Da kann man wieder im Nachhinein nochmal Sachen dazu einstellen, bis einem das passt. Ich persönlich mag es nicht, aber es ist ja wieder jeder für sich selbst verantwortlich. Ich mach's wieder weg. Und dann habe ich halt nur mein Hoodie an für sich, ohne irgendwelche Teile, die da rausgucken. Ist halt sehr praktisch, wenn man jetzt zum Beispiel den Labcoat, habe ich gesehen, der war offen, dass man sowas hat. Dann haben wir unseren Kerlchen doch schon schön angezogen. So, jetzt gibt es noch die Accessoires. Da gibt es auch noch ein paar, wenn man die machen möchte. Dann haben wir Add Accessory, da kann man sagen, ich möchte eine Brille hinzufügen oder halt Öhrchen hinzufügen. Wir haben halt Katzenohren oder Hasenohren, geben eben mal Katzenohren. Gucken. So, ungefähr. Ist alles im Schädel noch drin. Ja. Was ich halt oft sehe, ist halt wirklich, dass die ganz knapp nur sehen, dass sie ein bisschen komisch ausguckt, dass die wirklich in dem Kopf drin sind. Und macht sie zur Not dann einfach ein bisschen länger. Na, ja, wir lassen es einfach so. Haben wir da eben ein Öhrchen gegeben. Mal ein bisschen drehen und gucken, ob wirklich alles verdeckt ist, nicht irgendwo was sich einschmuggelt. Wenn wir dann sagen, okay, wir haben das jetzt alles so gemacht, wie wir möchten. Ich muss nur mal kurz in die Expressions gehen und beim Rausrendern versucht immer auf Neutral zu bleiben. Sonst kann es sein, dass es Probleme gibt. Schon ein paar Mal gesehen. Ich weiß es nicht, ob es mit der aktuellen Version noch ist, aber wirklich versucht, Sachen in neutral rauszurendern. Ich habe immer mal Probleme gehabt, wenn ich halt die Facial Expression nicht runtergesetzt habe. Oder wenn ich nicht auf neutral gesetzt habe, sondern halt einfach happy oder sonst was rausgerendert habe. Da kommt ein bisschen was durcheinander, das wollen wir nicht. So. Aber der Kollege ist jetzt fertig. Wir haben auch noch nicht gespeichert. Das sollte man vielleicht ab und zu mal tun. Dann können wir halt die Word-Datei abspeichern. Ich speichere die, keine Ahnung. Warte, ich hätte die irgendwo. Ich glaube, YouTube, dann kann ich irgendwo. Etwas unter virtuelle Charaktere. Ja, ihr könnt das dann immer irgendwo abspeichern, wo ihr das möchtet. Ich packe die alle zusammen in einem Ordner. Speichere das ab.
Generell sollte man vielleicht öfters speichern, wenn man an einem Modell sitzt, weil wenn man das jetzt nicht so push-push-mäßig wie ich jetzt hier hinhaut, ja, sollte man sich da ein bisschen mehr Mühe geben. So, okay. Das ist ja auch nur zum Test für das Tutorial, zum Zeigen, was man so alles machen kann. So, würde ich sagen, den wollen wir jetzt so haben. Der soll jetzt unser Modell werden fürs VTubing. Gehen wir hin. Hier ist der Export. Export as VRM. Ihr könnt ihn natürlich auch im Viewer-Tab hochladen, wenn ihr das möchtet. Ich werde das Modell dann auch spaßeshalber ins Viewer-Tab hochladen. Wer ihn haben möchte, der kann ihn sich einfach runterladen. So. Okay. Wenn wir den Kollegen hier nur fürs VTubing rausrendern möchten, wenn wir den jetzt in VisiFace etc. nutzen möchten, müssen wir eigentlich nicht viel beachten, außer ihr habt einen sehr schlechten PC, dass der ein bisschen hängt, dann sagen ich, das solltet ihr vielleicht einfach die Textur ein bisschen verkleinern. Ansonsten lassen wir das so, dann einfach exportieren. Dann könnt ihr auch suchen VRM0 oder VRM1. Guckt einfach bei dem Programm, das ihr gerade nutzt, welche Version ihr braucht. VRM0 könnt ihr eigentlich in jedem Programm benutzen, das VRM nutzt. VRM1 wird nicht von jedem Programm unterstützt. Also guckt vorher in eurem Programm, was ihr habt, ob VRM1 funktioniert. Wenn nicht, oder ihr wollt, oder ihr wisst es nicht, ihr wollt auf Nummer sicher gehen, nehmt VRM0. Kein Problem. Wie gesagt, darauf achten, VRM1 funktioniert nicht bei allen Programmen. Dann gebt ihr eurem netten Avatar einen netten Namen. Ich nenne ihn Kevin. Euren Namen, weil ihr habt den ja erstellt. Wenn ihr mehrere zusammenpackt, könnt ihr auch halt einfach eine komplette Liste machen, wer was gemacht hat oder so. Wenn ihr wollt, eure Kontaktinformationen, Referenzen, Versionen, könnt ihr alles eintippen. Müsst ihr nicht. Also wichtig ist wirklich, ihr braucht einen Titel und einen Creator. Und dann könnt ihr sagen, okay, wenn ihr den Charakter selber nutzt, ist der Part jetzt eigentlich vollkommen egal. Sagt ihr einfach Creator Only und passt schon. Wenn ihr einen Avatar macht, den ihr zum Beispiel verkaufen möchtet oder ihr möchtet den auf Rewrite habt anbieten, dass Leute ihn runterladen könnt, müsst ihr Regeln festlegen. Zum Beispiel, ich mache ihn jetzt halt einfach so für Rewrite Hub fertig. Ich sage, jeder darf ihn nutzen. Er darf für alles genutzt werden. Also er darf für Gewalt genutzt werden, für sexuelle Inhalte oder auch für kommerzielle Use. Das ist wichtig, wenn ihr Sachen für Streamer, YouTuber etc., wenn ihr da irgendwas im Auftrag macht oder halt, wie gesagt, ladet irgendwas hoch, dass ihr Commercial Use anklickt, weil das ist halt einfach zur Sicherheit für die anderen Leute. Wenn ihr bestimmte Regeln macht, dann könnt ihr auch hier noch eine URL verlinken, indem ihr halt irgendein Dokument verlinkt, wo drin steht, was ihr mit dem Modell machen dürft und was nicht. Das muss halt irgendwo online hochgeladen sein. Dann könnt ihr eine Lizenz anbieten, was ihr habt, Weiterbreitung verbieten, also ihr dürft das Modell nicht weiter bearbeiten. Ich mache eigentlich immer das. Das heißt, ihr dürft das Modell nutzen, es darf bearbeitet werden, aber ihr müsst einfach nennen, wer der originale Ersteller des Dinges ist, also des Modells ist. Und dann Export. Dann auch hier wieder, wo wollen wir die VRM abspeichern? Ich habe dafür einen extra Ordner, wo meine ganzen VRMs drin sind, dass ich sie wieder finde. Speichern, fertig. Ja, so und jetzt könnt ihr euren selbst erstellten Avatar auch in jedem Tracking-Programm nutzen, das halt VRM unterstützt. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen, euch hat das weitergeholfen und ja, viel Glück auf eure Reise als VTuber und viel Spaß auf jeden Fall. Dann auf Wiedersehen.